Ein unerschütterliches Selbstvertrauen, harte Punchlines und ein unverwechselbarer Bronx-Akzent gehören zu ihren Markenzeichen. Das Debütalbum Invasion of Privacy wurde schon nach wenigen Tagen millionenfach gestreamt, was unsere heutige Künstlerin zur Rapperin der Stunde macht. Doch wer steckt hinter der Figur Cardi B überhaupt? Belcalis Almansar, so heißt Cardi B gebürtig, wurde am 11. Oktober 1992 in der Bronx geboren. Ihre Eltern kommen aus der Dominikanischen Republik und aus Trinidad. Daher stammt auch ihr einmaliger Akzent, der eine Mischung aus Bronx und Karibik ist. Auch wenn es komisch klingt, für Cardi B wendete sich das Leben zum Guten, als sie anfing, als Stripperin zu arbeiten. Da war sie gerade einmal 19 Jahre alt. Es hat mich wirklich vor vielen Dingen gerettet. Als ich mit dem Strippen anfing, ging ich auch wieder zur Schule. So die Rapperin. Sie sah in ihrem Beruf den einzigen Ausweg aus der Armut und der täglichen Gewalt, die sie erlebt hatte. Noch vor ihrer musikalischen Karriere trieb sich Cardi B in sozialen Netzwerken wie Vine und Instagram herum. Dort feierten ihre Fans sie vor allem für die witzigen Anekdoten und ihre lustige Art. Und natürlich auch wegen ihres operierten Körpers. What type of satisfaction do you lose? Cyberbullying is beginning. Why y'all always trying to come to my page popping shit and other people pages talking shit like what the fuck? Why you so mad? It ain't my fault you had like 5 different stepfathers throughout your whole life. Blame your mama. I said I like it like that. 2015 wurde sie für die 6. Staffel von Love in Hip Hop New York gecastet. Einer Reality-Show, die das Leben von einer Handvoll Menschen aus der Hip-Hop-Szene zeigt. Dort überzeugte sie die Zuschauer mit ihrer Realness und ihrer direkten, offenen Art. Zur selben Zeit war sie in Shaggys Remix zu seiner Single Boom Boom zu hören. Dieser Moment war der Beginn ihrer musikalischen Karriere. Little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. 2 Mixtapes später unterschrieb Cardi B bei Atlantic Records und von da an kannte sie nur noch einen Weg: steil nach oben. Im Juni 2016 erschien Bodak Yellow. Der Song war ein gigantischer kommerzieller Erfolg. In den USA stieg er auf Platz 2 der Billboard Hot 100 und kletterte sogar auf die Nummer 1. Das machte Cardi B zur ersten Solo-Rapperin seit Lauryn Hill, der das gelungen war. Als der Song Platin ging, wurde er von der New York Times zum Rap-Song des Jahres gekürt. Und auch mit den nächsten Kollaborationen, No Limit und Motorsport, stieg Cardi B in die Top 10 ein. Damit war sie mit 3 Songs gleichzeitig in der Top 10 vertreten. Das ist mal eine Leistung, oder? Niemand Geringeres als Bruno Mars wurde auf die New Yorkerin aufmerksam und holte sie für den Remix seines Songs Finesse ins Boot. Zudem veröffentlichte sie 2 weitere Singles aus ihrem Album Invasion of Privacy. Spätestens jetzt war Cardi B aus der Hip-Hop-Welt nicht mehr wegzudenken. Die einzige Person, die noch nicht von Cardi B überzeugt war, war Cardi B. Es fällt mir echt schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich muss immer jemand anderes anrufen und fragen, hey, wie klingt das? Klingt das verrückt? Ihre Zweifel führten sogar dazu, dass sie wenige Monate vor Release ihres Debütalbums Invasion of Privacy neues Material schrieb und bestehende Songs änderte. Nach dem Release wurde klar, ihre Zweifel waren unbegründet. Die Mischung aus Hip-Hop, Trap und Latin Music scheint gut anzukommen. In den USA stieg Invasion of Privacy auf Platz 1 der Albumcharts ein und auch in Deutschland gewinnt die Rapperin immer mehr Fans. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, Cardi B auf dem Radar zu behalten. Da dürfte noch einiges mehr von ihr kommen. Zum Schluss haben wir noch einige Quick Facts für euch, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Cardi B und ihr Verlobter Offset erwarten ihr erstes Baby. Das bestätigte die Rapperin im April 2018. Der Name Cardi B stammt vom Wort Bacardi ab. Cardi B's Schwester heißt Hennessy. Cardi B wurde für 2 Grammys nominiert. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt jetzt auf den entsprechenden Button und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitch wanna party with a savage, 21. Saint Laurent savage in the Aston, yeah. High-end cars and fashion, 21. I don't eat pussy, I'm fast. Oh God. I'm a blood, my brother crippin'. Bitch, I'm drippin', ho, you trippin'. Told the waitress I ain't tippin'. I like hot sauce on my chicken. Oh God. I put a rubber off and I put hot sauce on her titty, 21. I'm in a Bentley truck.